Vielleicht, ich weiß nicht genau. Kabobs. Kontoidentifizierung. Das will ich haben. Komm, den Rest nehmen wir auch. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs. Eine Boost-Kapsel sorgt für eine kurze. Und hier haben wir noch ein Schlüsselchen mehr für unser Schiff. Gut. Wunderbar. Einmal alles eingekauft. Wir haben nur 1600. Wenn man das gewohnt ist, irgendwie mit 20.000 und mehr hier rumzurennen, ist das doch nicht mehr so viel. Kommt man sich so arm vor. Aber immerhin haben wir jetzt auch viele Reichtümer mehr bei uns, die uns helfen sollten, hier zu überleben und überhaupt die ganze Sache mal voranzutreiben. So, weg mit uns. Tschüssi. Hillies. Boinger. Oi. Boinger. 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 Damit können wir jetzt angeblich über die Barrieren hier springen. Probieren wir es mal aus. Die sind auch nicht so wirklich hoch, ne, die Teile. Und Boinger. Oh, so früh. Aua. Oh. Ich kann das nicht. Ah. So, Wale haben wir. Da hinten kann man, ist noch ein Eingang, genau. Wale hatten wir. Ah, hatten wir den denn schon? Wir hatten einen blauen, ne? Das ist ein anderer. Tiere. Manta Magnificens. Alles aber schön. Das läuft sehr schön. Gute Jagd. Thank you. Zurück. Ja, du bist aber, du schwebst aber schön. Ich muss sagen, also der fliegt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, aber immerhin fliegt er. Können wir uns den genauer anschauen. Der ist aber auch groß. Hallo, lass dich angucken. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Oh. Letzte Warnung. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte okay, man dreht Warnung. Hier also automatisch dann um, oder wie ist das? Das sah gerade mal so aus. Mal gucken, ob bei diesem Fleckchen da noch was ist. Ich meine, die Weitsicht ist schon nett, was wir hier haben. Ne? Da hinten ist noch ein Wäldchen. Der plunscht da rum. Den haben wir ja schon gemacht oder schon fotografiert. Weil es ist immer noch cool, wie der da durch die Gegend schwubbelt. So, die nehmen wir uns mit. Wunderbar. Das andere Teil hier auch noch. Wie die Kisten hergestellt werden, wissen wir ja jetzt mittlerweile. Da waren wir ja drinnen. Hallo, Wal. Na, wie ist? Wo bist du? Ich, ah. Komm mal da drauf. Ein bisschen mitfahren oder mitschwimmen. So, das heißt, ich werde hier einfach mal einen kleinen Blick reinwerfen. Ich hoffe mal, das ist keine blöde Idee. Wir kümmern uns dann... Ach, warte, ich verlasse überhaupt nichts. Klappe halten. Plünderes Höhle 4. Ich glaube, ich werde gleich ausgeraubt. Was ist denn da noch los? Vorsicht, Miss Jade! Plünderer! Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jade! Haben wir denn schon die Höhle 3? Ja, 100, ist ja nix. Na, Steuerung. Haben wir Höhle 3 schon gemacht? Plünderer 3? Muss ich da doch mal... Ah! Ah! Muss ich da doch mal fragen, oder? Ich weiß es doch, Junge. Ist ja ziemlich abgespaced hier. Oh, das ist knapp. Ah. Ja, mach heile das Ding. Einmal repariert hier. Haben wir denn einen Boost dabei? Ja, ich sehe das auch. Ich konzentriere mich, ne? Ist euch klar. Erst mit dem Fahren muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich. Wobei, es könnte wahrscheinlich schlimmer sein. Ah, verdammt. Okay, das heißt, die 100 sind schon mal weg. Gucken wir hier nochmal rein.
Vorsicht, Miss Jade. Plünderer. Ja, wir versuchen das nochmal. Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jade. Jetzt haben wir natürlich die schönen Kapseln hier auch noch verbraten dafür. Ich muss auf jeden Fall hier die Kurvenlage ein bisschen checken, dass ich da nicht immer mit Turbo in die Kurven reinbrettere. So. Weil dann komme ich immer so an die Ränder da. Jetzt war das schon besser. Oh, das war das Falsche. Ja, wir hängen dicht hinten dran. Das ist so, kann man das schon mal... So, aha, aha. Das brauchen wir zurzeit nicht. Was? Ich will auch nicht reparieren. Ich will boosten. Da sind sie. Ja, das sieht ganz gut aus. Ah, das sieht schlecht aus. Das war knapp. Ich habe die Kiste vergessen. Oder was heißt vergessen? Nicht mitgenommen. Ah, nein. Verdammt. Das war, glaube ich, das letzte Tor jetzt. So wie das da aussah. Verdammt. Nee, werden die zurückgesetzt, die Teile hier? Ich meine, wir hätten eben noch 11. Vorsicht, Miss Jade. Plünderer. Das wäre natürlich ganz praktisch. Sie nicht entkommen, Miss Jade. Dann wäre das ja, also bis auf das Geld wäre das ja nichts. Was uns hier verloren ginge. Dann wäre das ja okay. So, wir sind dicht dran. Die Tür schließt sich. Mal davon abgesehen, dass hier eher immer etwas schwankend in deiner Geschwindigkeit ist. Oh, das war gut. Behaupte ich. Ich weiß nicht, ob die ganzen Zeiten und sowas absolut gesehen sind oder ob die immer in Relation zu unserem aktuellen Standpunkt gerade sind. Gerade noch rechtzeitig. Das war so eindeutig war das noch nie. Was hauten denn da für Sprüche raus? So. Das sollten wir hinzukriegen, wissen. Einmal um so Kurve. Durch. Ah, nein. Verdammt. Auch noch Ah. Dann auch noch falsch rumfahren, ne? Was? Nein. Jetzt ist die Frage. Ist es absolut okay von der Zeit? Verdammt, wir haben aber immer noch 11, das ist gut. Das heißt, wir probieren das nochmal. Wir haben ja bis auf das bisschen Geld haben wir keine Verluste. Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss Jade. Können wir den nicht jetzt schon abschießen? So, das Geld ist mir gerade mal egal hier. Das kriegen wir schon wieder hin. Ich will das Rennen hier jetzt gewinnen. So. Die Tür schließt sich. Das ist aber, der kriegt seinen Boost immer durch die euren Teile da, ne? Durch die Leitung da. Nein! Doch! Das ist, aber die Leitung kann man ja nicht sabotieren, ne? Oder wie ist das? Gerade noch rechtzeitig. Das war aber echt doch gerade noch rechtzeitig. So, schießen! Ich weiß nicht, ob das ein gerechtfertigtes Zielmittel ist hier, einmal auf ihn drauf zu halten. Das war knapp. Ah, nein, verdammt. Schon wieder falsch rum. So, hau rein in den Boost. Rum, hau rein in den Boost. So, hau rein in den Boost. Na, haha, Boost. Ah, hallo. Na, Alter. Wo bist du denn? Lass dich kloppen. Ham. Oh, haben wir es geschafft. Zwar jetzt mit ein paar Boostern mehr, aber immerhin. Wieder heroische Musik im Hintergrund, um unseren Sieg hier zu bemalen. Mit so ein bisschen Fingerfarbe und so. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Ich gebe dir gleich mal Terrorgewässer.
So, wunderbar. Das heißt, hier ist alles abgeklappert. Hoffe ich. Da sind wieder Kisten. Ich nehme die nochmal mit. Jetzt, wo wir ja leichte Verluste gehabt haben, können wir uns ja ein bisschen Geld wiederholen. Behaupte ich mal. Pfiff, pfiff, pfiff. So, hier so ein bisschen Penunzen. Wo ist sie denn? Da. Ach, okay. Der Wal. Der Wal. Hüppa. Ich bin auch ein Delfin. Yay. So, hier hinten ist noch eine andere Höhle anscheinend. Da hinten ist auch noch irgendwas. Was ist denn da? Noch eine Höhle? Wir sind jetzt außerhalb unseres Gebiets hier, ne? Wir schauen uns das auf jeden Fall alles nochmal ordentlichst an. Das sieht ja auch schon wieder so inoffiziell aus. Auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss Jane. Ach, hier ist das Rennen, oder was? Dann will ich aber erstmal noch nicht hier hin. Die Doms haben noch ein Boot versenkt. Was? Wo das denn? Wo sind die Doms? So, komm her, du Kiste. Das will ich nicht. Ne, mal schön am Flattern hier. Ah, der Planet ist ja gerade. Schlechte Bildaufteilung. So, gib mal her. So, Tabby. Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Der wievielte Hinweis war das jetzt, dass da auf der Rennstrecke was zu finden sei? Das ist ja fast schon aufdringlich. So, ich will nochmal eben den Wal hier gucken, ob der, wir haben den ja da, wir haben den doch tatsächlich drauf, ne? Wal, komm her, komm ans Licht. Mache dich sichtbar für uns. Den haben wir noch gar nicht gemacht. Mega, Megaptera Borealis. Was? Haben wir den echt noch nicht gemacht? Hast du es gefunden? Dabei war ich mir sicher, dass die Geschichte nur Anglerlatein war. Das ist aber gut, dass wir den jetzt nochmal eben, ne, hier. Dann war das ein anderer, der da hinten geschwommen ist. Das ist ja auch interessant. Also nicht so wirklich, aber trotzdem gut, dass wir das herausgefunden haben jetzt. So, bevor ich mich hier auf die Rennstrecke begebe, was die vermutlich sein wird, weil hier hinter ja das Gebiet ist, begebe ich mich mal hier hinten hin. Und schaue, was denn hier noch so los ist. Ich meine, hier hinter ist wahrscheinlich nichts. Außer nichts. Und das ist dann schon aufgerundet. Hier hinten sind noch weitere Inselchen-Verstecke. Anscheinend. Hallo. Na, mal gucken, was denn hier ist. Wahrscheinlich Plünderer Nummer 3. Ah, Plünderer Nummer 3. Alles klar. Ah, wollen wir doch mal auch hier. Wenn wir 4 schon geschafft haben, dann kriegen wir noch 3 auch hin. Da soll doch hier mal das... Davon lassen wir uns doch nicht aufhalten. So, Turbo rein. Okay, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Nur weil man ganz am Anfang nicht sofort den Turbo reingehauen hat. So, na, plündert mich schon aus. Hallo. Vorsicht, Miss J, Plünderer. Dankeschön. Ja, könnte er haben. Ich hole mir das alles zurück, ne? Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss J. So. Das war knapp. Muss mal schauen, dass ich die ganzen Kisten zerschieße. Ja, so viel dazu. Na! Na! Schnell, die Tür schließt sich. Oh, das war knapp. Oh, das war blöd. Was war das denn? Das war ich nicht. So, durch. Es ist ja schön, dass da in den Türen die Zahlen dran stehen. Wie viele hier denn noch zu kommen werden. Wenn ich das richtig gelesen habe jetzt. Oder wenn meine Theorie stimmt.
Au. Ist ja blöd. Ah. Nein. Ach, verdammt. Doch nicht die letzte. Das ist ja das letzte. Das ist aber nicht nett. Vorsicht, Miss J. Oh, Mann. Okay, machen wir es nochmal. Alles ist gut. Lassen Sie sie nicht entkommen, Miss J. Nö, nö. Das war knapp.